Mein Name ist Christopher van Laak. Ich bin seit 6 Jahren für die Siegwerk Druckfarm AG tätig und Bereichsleiter für die Standortlogistik an unserem Headquarter in Siegburg. Die Siegwerk Druckfarm AG stellt weltweit Druckfarmen her für verschiedene Bereiche. Unsere Kunden sind Druckereien, einmal im Verpackungsbereich und einmal im Printmedia-Bereich. Wir sind im März 2012 Kunde von der Inform geworden. Damals beim Projekt-Kickoff haben wir direkt die Projektleiter kennengelernt. Vorher in der Akquisephase haben wir uns natürlich auch mehrere potenzielle Firmen angeschaut, die mit uns zusammen das Stapel-Leitsystem bei uns einführen konnten. Wir haben uns damals für Inform entschieden, weil Inform nicht nur auf der, ich sag mal, persönlichen Art uns überzeugt hat, damals als wir den Vertriebler und den Projektleiter kennengelernt haben, sondern eben auch, weil die Lösung, die uns damals vorgestellt wurde, einfach schon per se am besten auf die doch manchmal etwas komplizierteren Prozesse im Siegwerk passten. Und darüber hinaus die Algorithmen, die uns da vorgestellt worden sind, zur Optimierung von unseren Staplerfahrern, eben uns am schlüssigsten erschienen. Und daher waren wir eigentlich recht zufrieden, dass wir dann auch die kommerzielle Seite mit Inform abschließen konnten und dann im März 2012 starten konnten. Ja, unser größter Erfolg bzw. auch das Hauptziel des Projektes war eigentlich, dass wir alle Transportaufträge, die wir vorher im SAP zum Teil gesteuert hatten, zum Teil aber auch neben dem System herliefen, dass wir die alle in einem System kombinieren, um dann später auch die, sag ich mal, größtmögliche Transparenz zu haben, auch Auswertungen fahren zu können, sodass wir jetzt nicht nur noch 60% im SAP hatten, sondern jetzt eben 100% aller Transportaufträge im Synchrotest. Darüber hinaus haben wir einen sehr hohen Anteil an Leerfahrten gehabt im Werk. Den konnten wir durch Synchrotest deutlich reduzieren und generell auch die Möglichkeit schaffen für die Staplerfahrer, die eben dort dann angemeldet sind, über den Tag hinaus die Spitzen, die leider doch entstehen durch die Anforderungen in der Produktion oder durch Anlieferung von Pigmenten oder Rohstoffen im generellen Sinne, dass wir diese Spitzen eben glätten konnten. Und so auch für die Mitarbeiter, die eben in der Logistik arbeiten, die Arbeitsbelastung über den Tag verteilt zu reduzieren, sodass es eben ein gleichmäßigeres und ein entspannteres Arbeiten für unsere Mitarbeiter ist. Und all das zusammen, natürlich auch die Möglichkeit, jetzt Optimierungsprojekte mit den Daten, die wir haben, mit dieser Transparenz, die wir geschaffen haben, durchzuführen, das ist natürlich jetzt, ein Jahr nach der Inbetriebnahme, immer noch ein wesentlicher Faktor.